Das mit den Fabriken, die Fabriken bauen, wirkt immer unabwegiger. Aber wenn wir später die MK4, MK5 haben, dann können wir das nicht immer alles im Spielerinventar herstellen. So, ich mach dich mal dahin, weil das schön, ne? Schöner Abstand davon ist. Dann kommt da einer hin, da einer hin. Dann kommt da eine Kiste hin, da eine Kiste hin. Falsche Kiste. Du, da. So. Du hättest gerne, das waren glaube ich Rohre, grüne Chips, und noch irgendwas so mit Tech-Zeugartiges. Transport Bales, okay. Da weiß ich nicht, ob die angeschlossen sind, das gucken wir gleich nach, ob da was angeflogen kommt oder nicht. So 100 Stück, tust sie da rein, alles gut. Ich hätte gern einen Roboport hier oben, den hatte ich auch schon mal gebaut. Setz den bitte. Das ist lästig. Ich hätte gern einen größeren Roboport. Braucht 45 blaue. Ja gut, blaue sind gerade echte Mangelware. Das heißt, ich setze dich jetzt hier hin, aber du bleibst nicht sehr lange da. Passt du da hin? Habe ich noch Landfill? Nein. Mist. Da hin. Sieht doof aus. Oh, warte mal. Komm mal her. Wie breit bist du? Roboport. Du bist 4 breit, ne? Ja, sehr schön. Okay. Also die Roboports passen immer schön unter die Substation. Das heißt, wir könnten damit auch ein Muster hinbekommen später. Gut, aber das Spielkram für später. Also, es kommen Fließbänder an, es kommt das an. Wir brauchen nur das Rezept hier drin. Stell also bitte Panzer her. Nein, stell bitte... Was solltest du herstellen? Die Science Packs. Die da. Und dafür bekommst du Speedmodule. Wir brauchen unbedingt die tollen Speedmodule. So, und du wirst dann geflogen von hier zu der Anlage. Die ich eigentlich auch irgendwo hier hinten hinbringen sollte später. Ist okay. Gucken wir mal, wann die ersten angeflogen kommen. Gar nicht. Doch da. Oh, da kann ich auch gleich gucken, wie viel die... 7. Der MK1-Roboter hat 7 Stück transportiert. Die normalen Roboter schaffen, glaube ich, gerade mal 3. Wow. Okay, also ich sollte definitiv umsteigen. Problem ist halt nur von MK0 auf MK1 10 blaue Chips jeweils. Das sind 500. 5000 blaue Chips. Ist doch ein bisschen teuer. Aber gut, du bist da. Wie viel sind davon da? 9 Stück. Ah, es können fast hinkommen. Bau bitte Speedmodule. Ja, das Ding hier. Kein einziger bisher hergestellt. Was? Warum wirst du nicht da reingelegt? Weil ich 2x6 gebaut habe. Du bau bitte 7, ne? Okay. Du da. Na also, geht doch. Sehr kurios. Da kommt mal wieder eine Kupferflut an, das ist gut. Immer noch Roboter, die nichts zu tun haben? Ja, 90 Roboter, die nichts zu tun haben, das ist sehr gut. Oh, 50. Das sollte nicht 0 werden, sonst könnten wir unangenehme Engpässe bekommen. Hält sich aber alles noch, ne? Ja, hält sich noch, okay. Also, das arbeitet weiter, das arbeitet weiter. Du, gib mir bitte die da. Ja, sehr gut. Okay, Speedmodule wollten wir haben. Wo wollte ich die Speedmodule haben? Mist. Ah, für da hinten. Für die Industrial Science Packs. 27 Türme schießen, das sind wenig Türme. Da müssen mehr Türme hin. Die Mauer wird beschädigt, bisher nicht zerstört, ist okay. Du brauchst grüne Chips. Wir sind schon wieder in der Phase, wo wir grüne Chip-Probleme haben. Ah, das ist nicht so gut.
So, Science Pack Xenokias. Crunch, 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 crunch. Oh. Oh. Da staut sich komischerweise irgendwas. Bitte bau. Ultraschnelle Fließbänder. Ja, schon besser. Okay. Ja. Okay. So. Überall noch die ganzen Altlasten und Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Wie viel hast du inzwischen? 43. Gut. T. Erforsche bitte die nächsten Science Packs. Oder konnten wir schon irgendwas mit den Industrials machen? Ich glaube, wir konnten mit den Industrials auch schon irgendwas Tolles machen. Weiß nur nicht mehr was. Oh, du. Mining Drill MK2. Ja, den will ich sowas von haben. Nature, Resource und Industrial. Müssten wir alles haben. Research. Also es mangelt jetzt nur an denen. Oh, besserer Mining Drill mit noch mehr Slots für noch mehr Produktivitätsmodule. Die wir uns gar nicht leisten können momentan. Aber theoretisch schon. Und das ist toll und so. Ich freue mich so dermaßen auf den High-End-Bereich. So, wie viele haben wir davon? Ein. Okay. Funktioniert der eine jetzt vielleicht? Ich teste wieder, ob Produktivität geht bei den Sachen, wo es nicht gehen sollte. Und da fällt mir jetzt zuerst immer die ganze Flüssigkeitsgeschichte ein. Oder das Piken-Ding. Ne. Okay, schade. Du da rein. Hoch. Das heißt, das ist jetzt das erste 7er-Modul, das in die Alien Science Pack Fabrik reinkommt. Wobei wir jetzt eigentlich darauf warten sollten, dass wir bessere Fabriken bauen können, die mehr Slots haben, damit es noch effektiver wird. Auch wenn ich langsam, glaube ich, übertreibe es ein bisschen. Ja, 40%. Boom. Produktivität plus 130%. Das ist sehr schick. Das heißt, pro Artefakt, das wir reinlegen, kriegen wir jetzt 2,3 raus. Ich teste damit einem. Oh, warte mal. Aus einem Alien-Artefakt kamen ja mehrere raus, ne? Ja. Zack. 20. Was? Erwartet werden denn eigentlich 260? Mach mal ganz kurz den weg. Und tu noch... Ah ja, es ist doof, weil es jetzt einer voll ist. Ja gut. Mit einem ist das schon okay. Tu mal einen rein. Ja, das ist immer ein ganzer Schwung. Also wir haben jetzt aus einem Artefakt 30 gemacht, aber nur, weil das Ding fast voll war. Ah, das ist sehr cool. Sehr, sehr cool. Und dann halt mit den MK4 noch ein mehr und alles voll mit denen. Und dann brauchen wir später echt nur noch die ein, zwei Alien-Artefakte von den Königinnen, die an unseren Mauern laufen. Und dann können wir damit unsere Forschung betreiben. Schön, schön, schön. Aber erstmal so weit kommen, ne? So, du bist am Arbeiten. Das heißt, ich hole jetzt mal die Module hier wieder raus, die zu klein sind. Nämlich die da. Werf die hier mit rein. Und dann stoppe ich das Ganze. Und zwar stoppe ich das Ganze hier. Erstmal. Damit wir die stinknormalen MK3-Module herstellen für unsere ganzen Mining-Drills. Weil es bringt uns nichts, wenn wir 7er herstellen können, aber davon so dermaßen wenig haben, dass nur ein einziger Drill das benutzen kann. Das, ja. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich müsste eigentlich einfach nur mal so kurz rausgehen und nur ein paar Alien-Artefakte farmen. Damit ich mir nicht ganz so viele Sorgen mache um das Micromanagement jetzt. Also einfach mal losgehen und die Basis da platt fahren oder so. Oh, was war mit dem MK2-Panzer?
der fällt wieder unter irgendwas, was ich nicht sehen kann. Da werde ich jetzt nicht suchen. Aber dank Vanilla 011 gibt es ja die Panzer. Die haben allerdings nur 1000 Lebenspunkte. Dieser gepanzerte Wagen hat 2500. Deswegen ist der Panzer doof. Aber es gibt einen MK2-Panzer. In Ditec. Natürlich. Frage ist halt nur, wo er sich versteckt. Ich sehe kein Symbol, das auch nur annähernd aussieht wie ein Panzer. Oh. Lasertank. Haben wir schon. Wo bist du? Lasertank. Komm, Tanky, 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 Tanky. Ich sehe keinen Lasertank. Nö. Ich sehe einen Tank. Ich sehe Züge. Aber ich hab's schon erforscht. Da. Wird er automatisch aufgestuft? Nee, das ist einfach nur Tank. Oh, jetzt sag mir nicht, das ist ein Bug. Das wäre doof. Wie viele Lebenspunkte hat denn der Lasertank? 2500. Lasertank that can also shoot rockets. Klingt cool. Aber das Wichtigste waren ja eigentlich die Lebenspunkte. Zum Durchheizen. Na gut, also da ist das nächste davon. Du dahin. Und ich denke... Nee, also ich muss wirklich mich zurückhalten. Ich hatte gerade das Bedürfnis, meine Alien-Artefakte da reinzuhauen, damit wir jetzt richtig viele Science-Packs bekommen, damit wir schön forschen können. Aber wir brauchen das gerade gar nicht. Wir haben gerade andere Sachen, die wir erforschen können. Deswegen sollte ich mich da echt zurückhalten. Da sind meine Logistikkisten. Da. Tu mal Tränke rein, Tränke rein. Lass die Roboter frei. Ja, lass sie frei. Ich habe kurz gehadert, weil ich die vielleicht auch upgraden wollte, aber es sind wieder blaue Chips, die ich nicht habe. Okay. Also. Ich sollte jetzt anfangen mit den ganzen Händlern. Hier ist unsere Lava-Geschichte. Das heißt, hier in der Nähe wird auch irgendwann unsere Produktion sein von Roheisen zu sauberem Eisen, zur Schmelze, zur Gießerei. Das wird viel Platz sein, den wir hier nicht haben. Ne. Die gesamte Anlage mit den Modulen sollte ich vorher auslagern irgendwo anders hin. Frage ist nur, wo ist das irgendwo anders hin? So ein Kram kann zum Beispiel weg. Wir brauchen keine normalen Mauern mehr. Wir brauchen die Lebenslinie hier eigentlich auch nicht mehr. Was wir bräuchten, wäre eine Stelle, wo wir Ramsch herstellen. Einfach nur eine Fabrik, die irgendetwas produziert, die von Kisten beliefert wird und in Kisten liefert, um zum Beispiel sowas herzustellen, damit die Sachen immer im System vorrätig sind. Also eine Ramschanlage. Wo würde sich sowas anbieten? Theoretisch überall. Das heißt, wir können sie auch in die gefährlichen Gebiete auslagern. Weil wenn sie zerstört werden würden, wäre es halt nur eine Fabrik und ein paar Eisenrohre drin. Das klingt echt gut. Okay, also wir nehmen jetzt einfach... MK2-Fabriken sind dafür völlig ausreichend. Das sind meistens nämlich nur Sachen, die nicht wirklich wichtig sind. Hauen die